Alex2758 fragt, was soll das unlustige Geprolle mit den Apple Pens? Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen und möchte das gerne erklären. Leider reicht mein Geld nicht dafür aus, dass ich mir eine neue Uhr leiste, geschweige denn eine Rolex. Und deswegen müssen es die Apple Pens sein, damit ich mein Statussymbol unterstreichen kann. Solange ihr nicht wisst, dass ich mir diese Pens ja nur auf Pump gekauft habe. Mensch Leute, könnt doch dem alten Mann ein bisschen posen mit 50-Euro Stiften, damit er sich geil fühlt und sagt, hier, guck mal, wie reich ich bin. In diesem Sinne, bevor ihr euch jetzt aufregt und sagt, Mensch, was ist denn das für ein Thumbnail, das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist ein Zitat von keinem Geringeren als dem BASF-Chef, der im Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt hat, falls es zu einem längeren Importstopp vom russischen Öl und Gas kommen sollte, dann wäre das seiner Meinung nach die schlimmste Krise für Deutschland seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der solche extreme Aussagen bedient. Auch der Siemens Energy Chef sagt, der Schaden auf die deutsche Wirtschaft würde bei weitem größer sein als der Schaden auf die russische Wirtschaft, wenn es zu einem Importstopp käme. Und Frau Messerini-Becker, ihres Zeichens Expertin und Beraterin der Bundesregierung im Bereich Bau und Energie, sagt, falls die Grundstoffindustrie zum Erliegen kommen sollte, dann würde das einem Dominoeffekt gleichkommen und was dann wiederum nicht aufzuhalten sei. Und deswegen müsse überwogen werden, ob die Laufzeiten von Kohlekraftwerken verlängert werden muss. Die Bundesregierung hat nämlich bereits den Notfallgasplan Stufe 1 ins Leben gerufen. Das heißt, Leute sparen. Und bei Stufe 3 würde das nämlich bedeuten, dass man dann in dem Bereich angekommen ist, dass man Wirtschaftstriage machen muss und entscheiden muss, wer bekommt denn noch Gas und wer nicht. Und davor warnt die Wirtschaftsexpertin. Aktuell muss man aber sagen, liefert Gazprom noch mächtig. Zuletzt kamen 108,4 Millionen Gas in Deutschland an, also fast maximale Auslastung. Aber gestern hat ja Herr Putin gesagt, wer Gas aus Russland haben möchte, der muss auch ein Konto bei russischen Banken haben und muss es in Rubel bezahlen. Das heißt, die Länder müssten ihre eigenen Embargos umgehen. Derzeit interessiert es aber den DAX und den Eurostoxx herzlich wenig. Aktuell der DAX plus 0,4% und auch der Eurostoxx, muss ich erstmal nachgucken, bevor ich euch irgendwas Falsches sage, entschuldigt bitte, mit plus 0,3%. Alles in allem ist die Sorge vor einem Importstopp derzeit groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass Herr Putin durch einen Aprilscherz die Europäer erheitern wollte, halte ich für sehr wenig. Und deswegen gilt es jetzt abzuwarten, ob seine Ankündigung, dass es schon ab dem 1. April soweit sein wird, auch echt ist oder ob es nur eine Ankündigung ist, die keine Konsequenzen haben wird. Dann, wenn wir schon kein Allzeithoch bei den Aktienkursen haben, hey, Allzeithoch ist Allzeithoch, haben wir ein neues Allzeithoch, was die EU-Inflation angeht. Seit der Einführung des Euros wieder mal höchste Inflation, 7,5%. Erwartet wurden 6,16%. Und der Chef der Bundesbank sagt, die Geldpolitik darf die Gelegenheit nicht verpassen, zu reagieren. Das hat ein bisschen den Björn aufgeregt, weil er gesagt hat, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Jetzt haben wir schon Inflationsdaten von 7,5% und jetzt sagt der Bundesbankchef, man darf die Gelegenheit nicht verpassen, also die Geldpolitik dürfe die Gelegenheit nicht verpassen, zu reagieren. Noch besser, und darüber hat er sich noch mehr aufgeregt, Herr Lane, der EZB, ist nicht der Sprecher, das ist sozusagen der Vize. Mir fällt gerade seine Position nicht ein. Der hat gesagt, MJ, weißt du, was Herr Lane gesagt hat? Nee. Das ist ganz witzig, du musst es nicht kommentieren. Herr Lane sagt, die EZB müsse sich Zeit lassen, sich ein Gesamtbild vom Lagebild machen, analysieren und dann entscheiden. Also, ich bin guter Dinge. Bei 20% reagiert die EZB, wirklich.
Und ich muss mich bei der EZB entschuldigen, weil ich ja in letzter Zeit immer gepoltert habe, gesagt habe, Mann, warum kann denn die EZB nicht mal ihre eigene Entscheidung treffen? Die wartet immer, bis die FED eine Entscheidung trifft und dann folgen sie dem, was die FED macht. Die EZB könnte doch voranpreschen. Das war vor ein paar Monaten, das war so irgendwann mal im Sommer. Die könnten doch jetzt schon mal das Anleihenkaufprogramm beenden und Zinsen anheben. Das wäre doch mal toll. Und die EZB hat mich eines Besseren belehrt. Die können doch anders entscheiden und agieren und reagieren, als die FED nämlich noch schlechter. Okay, ich habe euch übrigens gestern von dem E-Index erzählt, von der TU München und Handelsblatt, die davon ausgehen, dass wir auch noch eine Inflationsspirale sehen werden, was die Löhne angeht. Also das bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass wir noch höhere Inflationsdaten erwarten können. Und Fun Fact übrigens, Aldi hatte ja schon vor 2 Wochen die Preise von 160 Waren angehoben. Jetzt in der Woche nochmal um 20 Produkte. Jetzt ziehen mittlerweile Rewe, Penny und Edeka nach, weil sie sagen, dass sie mit erhöhten Kosten es zu tun haben und die Kosten an die Verbraucher weitergeben müssen. Deswegen, ihr werdet es dann an der Kasse deutlich merken. In diesem Gesamtzusammenhang, in dieser Gesamtgemengelage, befindet sich trotzdem der DAX gerade mal 12% unter dem Allzeithoch und der Eurostoxx, lass uns mal gucken, befindet sich gerade einmal auch 12,6% unter dem Allzeithoch. Das heißt, die Aktienbullen lassen sich den Optimismus derzeit nicht nehmen. Wenn wir uns aber einmal den Markt angucken, und ich würde das gerne mit dem Eurostoxx starten, dann sehen wir meiner Meinung nach Folgendes. Wir haben hier einen im Wochenchart deutlichen Anstieg von der 200-Wochen-Linie gesehen. In der Spitze vom Tief zum Hoch sind das 20% gewesen beim Eurostoxx und beim DAX. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wir haben diese Tiefs gekauft und wir haben uns bereits teilweise von diesen Positionen verabschiedet und wir verkaufen auch weitere Positionen aus unserem Langfristportfolio und bauen jetzt in diesem Bereich Cash auf. Ich wiederhole, das ist aktives Portfolio-Management. Es ist wichtig, meiner Meinung nach, dass ein Anleger sich darüber Gedanken macht, was ist eigentlich mein Anlagehorizont? Was ist meine Fertigkeit? Warum habe ich eigentlich Aktien gekauft und möchte ich sie für 5 Jahre, für 10 Jahre, für 15 Jahre, für 20 Jahre, vielleicht für 30 Jahre behalten und nicht aufgrund von Aussagen von irgendwelchen Menschen im Internet dann Portfolioentscheidungen treffen? Das ist nur das, was wir machen und wir machen aktives Management. So, das heißt, wir können nicht ausschließen, dass diese horizontale Widerstandsmarke, dass diese 61er FIP-Marke und die Zone um die 4000 beim Eurostoxx halten müssen, sondern es ist auch natürlich möglich, dass der Markt weiterläuft. Wir halten das in der aktuellen Situation für wenig wahrscheinlich, dass diese Widerstandszone, die 10% höher ist, in den kommenden Monaten nachhaltig rausgenommen werden kann. Wir glauben, dass der Markt eher seitwärts bis etwas abwärts laufen kann. Und deswegen haben wir unsere Cash-Positionen derzeit etwas weiter erhöht. Dann haben wir aus den USA die Arbeitsmarktdaten gesehen. Arbeitslosigkeit 3,6%. Wir sind fast wieder auf dem präpandemischen Level. Das heißt, dass es der US-Wirtschaft sehr gut geht, dass die Wirtschaft eine sehr hohe Auslastung hat. Wir sehen auch, was positiv für die Wirtschaft ist, dass die Beteiligung am Arbeitsmarkt auf einem 2-Jahres-Hoch ist und auf über 62% angestiegen ist. Lange Zeit war die Beteiligung am Arbeitsmarkt bei etwa 60% gewesen. Dieser Anstieg der Beteiligung am Arbeitsmarkt führt dazu, dass es der Wirtschaft noch besser geht. Denn es gibt einen Engpass, was Güter und Waren angeht. Es gibt aber auch einen Engpass an Mitarbeitern. Und das ist für die US-amerikanische Wirtschaft positiv. Und die neu geschaffenen Stellen mit 430.000, etwas niedriger als erwartete 490.000. Aber in den letzten Monaten werden immer wieder diese Zahlen nach oben korrigiert. Und man muss sagen, auch die Zahlen vom Februar wurden um 70.000 nach oben korrigiert.
nachdem sie schon deutlich positiver ausgefallen sind als erwartet, von ungefähr 680.000 auf etwa 720.000. Was wir auch sehen, wir sehen, dass die Löhne weiterhin im gleichen Tempo steigen, um 0,4% auf Monatsbasis, 5,6% auf Jahresbasis. Das ist ein Problem, was bereits in den USA angekommen ist, nämlich Anteile der Inflation. Die Amis nennen das immer so schön sticky. Die bleiben, nämlich steigende Löhne. Und das macht es meiner Meinung nach der Fed immer schwerer, die Inflation kurzfristig und mittelfristig in den Griff zu bekommen. Die Fed hatte ja gesagt, bis Ende des Jahres werden wir auf 4% angekommen sein. Das glaube ich im Leben nicht. Also wenn ich darauf wetten könnte, dann würde ich jetzt schon darauf wetten, dass die Fed diese 4% nicht schaffen wird, was dazu führt, dass Mitglieder des Internationalen Währungsfonds gestern gesagt haben, der US-Wirtschaft wird es nicht gelingen, eine weiche Landung zu machen. Ich übersetze das für euch. IWF geht davon aus, dass es zu einer Rezession in den USA kommen wird. Und dann wisst ihr auch, was das für die Aktien bedeutet. Passenderweise dazu hat JP Morgan, die haben eine Fokusliste, Apple. Ich habe euch vor 2 Tagen gesagt, ich denke darüber nach, die Apple-Aktie aus meinem Langfristdepot rauszuschmeißen. Und ich bin ein bisschen traurig darüber. Jetzt kommt JP Morgan raus und sagt, wir nehmen Apple von der Fokusliste runter. Das heißt, von den besonders positiv eingeschätzten Aktien. Und sie sagen, sie brauchen mehr Klarheit bei den Ausgaben der Konsumenten. Wir sehen in den USA, dass das Verbrauchervertrauen zurückgeht und dass die hohe Inflation dazu führt, dass wir Verbrauchervertrauensdaten haben, die gehen in Richtung Rezession. Und wenn Verbraucher kein Geld ausgeben und in den USA fast 2/3 der US-Wirtschaft Ausgaben sind und Verbrauch sind, dann geht es der US-Wirtschaft nicht gut. Und natürlich geht es Unternehmen nicht gut, die im Retail-Sektor aktiv sind und die auf Verbraucher angewiesen sind. Und deswegen für mich wenig überraschend diese Entscheidung von JP Morgan. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich euch sage, ich denke darüber nach, die Apple-Aktie rauszunehmen. Wenn wir uns vielleicht dann einmal als erstes doch nochmal ganz kurz Apple anschauen. Ja, ich sehe diese, wir können uns das gerne in der Woche anschauen, diese bullische Seitwärtskonsolidierung. Ich bin nur pessimistisch, dass es der Aktie gelingt, nachhaltig diese Widerstandszone im Bereich von 182 rauszunehmen. Ganz unabhängig davon, dass wir diesen sehr, sehr starken Anstieg gesehen haben von fast 20% in gerade mal 12 Handelstagen. Noch reagiert die Aktie auf diese Ankündigungen weniger stark. Ich sehe aber immer mehr Analystenhäuser, die vorsichtigere Ausblicke rausgeben. Und wichtig wird dann auch sein, ich habe mir heute mal mit MJ und Björn den gesamten Dow Jones angeguckt. Und im Grunde genommen sehen wir 2 Arten von Aktien aus technischer Sicht. Entweder gerade am Allzeithoch angekommen und letztes Mal am Allzeithoch massiv gescheitert und kommt hin. Oder wir sehen Aktien, die in einer Widerstandszone sind. Also wir haben heute darüber nachgedacht, ob wir, du hattest Intel vorgeschlagen gehabt, ne? Habe ich doch gleich gesagt, IBM. Auf mich hört ja keiner. Ich habe übrigens keinen April-Scherz für euch. Habe ich nicht, wirklich nicht. Kommt auch am Ende des Videos nicht. Wenn ich schon April-Scherz für euch habe, dann kommt dann mal mit im Dezember, damit ihr das nicht glaubt. So, ist doch so. So, MJ hatte den Vorschlag, ob wir nicht IBM verarzten. Es ist die 200-Wochen-Linie, es ist die 200-Tage-Linie, es ist von dieser Abwärtswelle des 61er FIB. Und wir sehen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass IBM an dieser, und jetzt, ich weiß, dass ich jetzt eine große Widerstandszone zeichne, wir sehen eine größere Wahrscheinlichkeit, dass IBM an dieser Widerstandszone scheitert. Wir wissen aber nicht, hört ihr eigentlich den Wind? Ich bin mal kurz leise. Hört ihr nicht oder hört ihr das doch? Jetzt hat es nachgelassen. Es ist, wir haben hier so Ventilatoren drin und auch wenn sie abgedeckt sind, es ist seit 2 Tagen so ein krasser Wind am Hafen, also grundsätzlich in Lübeck, aber so hier am Hafen zieht es so rum. Manchmal komme ich mir vor wie ein Hitchcock-Film. Also falls ihr den Wind hört, seht uns das bitte nach. Wir waren uns nun nicht sicher, ob
IBM doch nochmal hier in diese offene Lücke gehen will und dafür kriegen wir dann kein Chancen-Risiko-Verhältnis. Dann haben sie gesagt, okay, verkaufen wir nicht. Wir sehen aber ganz viele solcher Werte, die im Bereich von wichtigen Widerstandsmarken angekommen sind, im Bereich von wichtigen gleitenden Durchschnitten angekommen sind und die aktuell zumindest das Potenzial haben, nochmal signifikante Bewegungen in Richtung der Märztiefs zu machen. Also entweder am Allzeithochwiderstand, wie zum Beispiel Apple, wie Johnson & Johnson. Bei Johnson & Johnson sind wir selber langfristig positioniert. Oder Werte wie IBM. Hast du noch einen für mich, MJ? So einer, der am Widerstand ist, nicht Allzeithoch. Einer, der am Widerstand ist, jetzt spontan, weil ich guck nochmal. Was ist denn los mit dir, Junge? Die anderen waren am Allzeithoch, die wir uns angeguckt haben. Gut. Aber es sind, ich kann euch anzeigen. Zum Beispiel Procter & Gamble. Procter & Gamble mit einem Dreifachtop. 1, 2, 3 fällt durch. Man könnte fast sagen, es ist eine Schulter-Kopf-Kopf-Kopf. Schulterformation fällt durch, findet hier Widerstand. Und sehr viele Aktien aus dem Dow Jones entweder am Allzeithochwiderstand oder an einer horizontalen Widerstandsmarke Widerstand. Und deswegen zumindest für die kommenden 2, 3 Wochen, auch wenn er noch einmal hier an diese Hochs ranlaufen will, ein bisschen das Höhere hoch machen will, sehen wir eher Abwärtspotenzial. In diesem Sinne, hoffe, dass die Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Denkt daran, ein Däumchen wäre ein absolutes Träumchen. Und wer nicht abonniert, der wird vom Chirurgen höchstpersönlich filetiert. Klammer auf, war ein Vorschlag von euch. Klammer zu, gehabt euch wohl, ich empfehle mich.